und er heißt Dhunnun, rahimahullah ta'ala, gehört zu den ersten Generationen, ja, also nach den Sahaba. Er wurde gefragt, wann zeige ich, dass ich meinen Herrn liebe? Was ist der Beweis dafür, dass ich meinen Herrn liebe? Er sagte, wenn das, was er verabscheut, für dich bitterer ist als die bitterste Frucht, die es gibt. Das heißt, wenn das, was Allah Azza wa Jal verabscheut, bei dir auch überhaupt nicht schön ist, das zeigt, dass du ihn liebst, subhanahu wa ta'ala. Ebenso sagte ein anderer Gelehrter, es gehört nicht zur Liebe, dass du das verlangst und nach dem strebst, was dein Geliebter verabscheut. Das ist keine Liebe. Wenn du Allah liebst, dann gefällt dir das nicht mehr. Wenn du Allah Azza wa Jal liebst und Sehnsucht hast, dann wirst du kein Gefallen empfinden an der Sünde. Ja, wie erreiche ich diese Stufe? Durch Ibadah. Deswegen fasten wir. Durch diese Reinigung der Seele möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen reinigen. Hier ist natürlich zu beachten, liebe Geschwister, dass das Fasten nicht nur mit dem Essen und Trinken und dem Beischlaf zu tun hat, sondern mit dem Charakter. Rasul alayhi salatu wassalam sagte, wer die Falschaussage unterlässt, der möge wissen, dass Allah sein Fasten nicht nötig hat, sein Hungern und Dursten nicht nötig hat. Also nicht, dass du denkst, Allah braucht das, dass du nicht isst und trinkst, sondern Allah möchte, dass du nicht isst und trinkst, damit du nicht lügst und nicht betrügst und nicht beleidigst und nicht lästerst. Denn Allah erzieht dich, das ist eine Trainingseinheit. Unterlasse das Einfache, trainier das mal, damit du das Schwere unterlassen kannst. Jeder, der zum Beispiel Sport treibt, der wird nicht sofort im Wettkampf mitmachen, der wird langsam anfangen. Ja? Zum Beispiel, Allahu a'lam, beim Fußball, ja? Da musst du jetzt nicht gleich 90 Minuten durchrennen. Nee, mach mal einen kleinen Sprint. Ja, aber ich will jetzt gleich ins Spiel, also so funktioniert das nicht. Trainiere jetzt erst einmal. Oder beim Schwimmen, aber es ist ja auch nicht gleich 20 Bahnen, 30 Bahnen. Ja? Mach mal eine Bahn. Trainiere das, das ist einfach. Trainierst du das einmal, zweimal, dreimal, viermal, dann kannst du mehr erreichen. Und so ist es mit dem Fasten. Das ist ein Training, ein Trainingscamp. Unterlasse das Leichte. Was ist Leichte? Nicht essen, ist leicht. Nicht trinken, das ist leicht. Um was zu trainieren? Nein zu sagen. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Jugendlichen den Rat gab zu heiraten, o Jugendliche, wer in der Lage ist zu heiraten, der möge heiraten. Und wer nicht in der Lage ist, der soll fasten. Denn das ist besser für seine Triebe. Ja, das bändigt und besänftigt seine Triebe. Jetzt kann natürlich der eine oder andere kommen und sagen, aber Sekunde mal, das habe ich schon versucht, es klappt bei mir nicht. Das Problem ist immer bei diesen Ibadat, liebe Geschwister, dass wir die falsche Dosis einnehmen. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und sagst, ich habe Kopfschmerz. Okay? Dann sagt er dir, alles klar, nimm Ibuprofen. Sagst du, tschüss. Ja, Sekunde mal, der. Nein, nein, ich habe keine Zeit. Er hat gesagt, Ibuprofen. Hat er dir die Dosis gesagt? Nee, hat er nicht. Ja, sehr schön. Was machst du jetzt? Jetzt fängst du mit einer geringen Dosis an. Zum Beispiel sagen wir mal 200, ja, Milligramm. Und deine Kopfschmerzen gehen nicht weg. Ist das Problem, dass Ibuprofen nicht wirkt? Nee, Ibuprofen wirkt. Das Problem ist, die Dosis ist falsch. Das Medikament Fasten, das wirkt. Aber montags und donnerstags zu fasten, nur die drei weißen Tage zu fasten, das ist nicht die Dosis für Kranke. Das ist die Dosis für Gesunde. Das ist das, was du täglich oder wöchentlich an Nahrungsmitteln brauchst. Das ist genauso wie die Nährstoffe. Ja? Jemand, der Eisenmangel hat, der isst doch nicht genauso wie jemand, der gesund ist. Derjenige, der Eisenmangel hat, jeder Arzt wird sagen, immer zu, isst noch dies und das und bla 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 und so weiter. Aber warum muss er sich jetzt vollstopfen mit diesen Sachen, Gemüse und Allahu a'lam was? Ja, weil er Eisenmangel hat. Und so ist es mit Imanmangel. Du brauchst also dann wochenlanges Fasten. Und deswegen ist die Buße, die Wiedergutmachung für jemanden, der am Tage von Ramadan mit seiner Frau geschlafen hat, was muss er tun?
Wie viel? Das dritte. Drei Monate? Salafa oder Yedi? Zwei. Zwei Monate fast. Das heißt also 60 Tage fast. Warum? Ja, er muss seine Triebe in den Griff bekommen. Er hat nicht mit zwei Tagen fasten oder einen Tag fasten. Zwei Monate, 60 Tage am Stück. Das erzieht seine Seele. So auch du, wenn du nicht von Haram wegkommst, egal was für eine Sünde es ist, dann was für ein Fasten brauchst du? Ein Monat, zwei Monate, vielleicht länger. Das wird wirken. Aber wer von uns hat das gemacht? Wer von uns hat eine Sucht nach einer Sünde, egal welche Sünde das ist, ob Sünde mit Augen, Sünde mit Ohren, Sünde mit Mund, Sünde mit Hand, Sünde mit Füßen, ist egal welche Sünde. Wer hat gesagt, oh Rabbi, bitte rette mich, ich kann nicht mehr, diese Sünde macht mich fertig und fängt jetzt an zu fasten. Ja, 40 Tage, 60 Tage, 80 Tage ist er. Es ist jetzt nicht bindend für dich zum Erziehen, dass es 60 Tage sind, aber sag mir nicht zwei Tage, bitte. Zwei Tage nochmal, das ist die tägliche oder die wöchentliche Dosis für gesunde Menschen. Genauso beim Gebet. Ja, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wahrlich, das Gebet hindert vor Verwerflichem und vor Verabscheutem, ja, oder Sünde. Sehr schön. Aber Allah, guck mal, ich bete fünfmal am Tag und ich lüge immer noch, betrüge immer noch. Bitte was? Fünfmal am Tag, das ist die Dosis für wen? Für gesunde Leute, nicht für krank. Du bist krank, das musst du erstmal gestehen. Dein Herz ist krank, dein Herz ist süchtig. Das musst du gestehen. Also musst du mehr beten. Mehr fasten. Und das alles sehen wir im Ramadan. Das ist eine Kur, eine Reha. Wie jeder, der mal eine OP hatte, er hatte eine Krankheit. Und nach der OP gehst du schön in eine Reha. Und dann gibt es alles. Gibt es Gymnastik und Ernährung und Allahu A'lam und so weiter und so fort. Ein paar Medikamente, ein bisschen Sport. Das Komplettpaket, das ist im Ramadan. Du fastest, liest Koran und betest und machst deine Adhkar und spendest und bist zusammen mit deinen Geschwistern und so weiter und so fort. Deswegen, jeder von uns, außer die Toten, möge Allah uns vor dem Tod unserer Herzen bewahren, jeder von uns weiß, er ist in so einer Raketenkapsel und es geht jetzt ab. Der Antrieb des Imans steigt, oder nicht? Besonders letzt, wer hat von euch schon mal I'tikaf gemacht? Also übernachtet in der Moschee längere Zeit? Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, was es bedeutet, wenn man so einen Imanschub bekommt. Nach Ramadan, wo ist Koran? Inshallah nächstes Jahr. Wo ist das Fasten? Ja, erstmal Pause. Wo ist die Spende? Hab kein Geld mehr. Und so weiter und so fort. Ist ja klar, dass der Iman dann wo geht? In den Keller. Ja? Oder ins Erdinnere, in den Kern sogar. Ja? Der steigt runter, der Iman. Also müssen wir verstehen, warum wir fasten.